So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit The Crew 2 und dem nächsten Vehicle Drop aus dem Monat April. Die neuen Fahrzeuge sind zur Verfügung für Season Pass Besitzer und für die anderen Leute kommt der Vehicle Drop eine Woche später, also 7 Tage später, und ihr könnt euch dann die Fahrzeuge eben kaufen. Ja, hier habt ihr jetzt die Suzuki GSX R1000R aus dem Jahr 2018. Und die sieht wirklich sehr cool aus. Ich habe sie auch schon ein bisschen verbessert und angepasst. Und die werden wir uns jetzt mal anschauen, wie die sich fährt. Ich habe sie noch nicht komplett fertig getunt, aber auf jeden Fall ein bisschen angepasst. Wir werden jetzt mal schauen, ja, wie die eben so vom Handling her ist und was man so mit ihr eben vom Handling her machen kann. So, wir werden mal hier auf Normal spielen. Und das ist wie gesagt noch nicht fertig getuned, aber das werde ich dann nach und nach auf jeden Fall machen und mir dann die Teile für die Fahrzeuge verdienen und dann einbauen. Ja, Motorräder finde ich auch richtig cool im Spiel. Klar, es gibt viele Motorradfans und die wollen natürlich auch zufriedengestellt werden. Es gab immer wieder mal Motorräder beim Vehicle Drop. Jetzt ist wieder eins dazugekommen und das soll richtig, richtig schnell sein. Klar, jetzt nicht fertig getuned. Aber es soll wirklich richtig schnell sein, wenn man es komplett auftunt und sieht auch wirklich sehr cool aus von den Farben her. Also da finde ich schon mal richtig cool und ja, beschleunigungstechnisch sieht es schon mal sehr cool aus. Also es ist sehr schnell am nach vorne fahren und auch vom Handling her. Also es fühlt sich schon echt gut an, muss ich sagen. Und vor allem sehr, wie sage ich, sehr... Ja, sehr gut in der Spur liegt das Motorrad. Also man merkt so, wenn man lenkt, das ist wirklich ziemlich gut. Ja, dass es eben nicht so leicht nach links und rechts ausschlenkert oder so. Wirklich cool. Und das wird sich klar noch mehr verbessern, wenn man dann das Motorrad upgradet, also komplett ausbaut mit den Teilen. Dann ist es klar. Dann wird es noch mal eine ganze Ecke besser. Aber es fährt sich wirklich unfassbar gut. Also ich habe ja schon ein paar Motorräder im Spiel mir geholt, aber dieses hier fährt sich wirklich sehr geil, muss ich sagen. Und liegt einfach unfassbar gut in der Spur. Klar, man kann auch noch dann die Verbesserungen machen in den Talenten oder bei den, ja, bei den Talenten im Spiel kann man auch die Motorrad, ja, Fähigkeit verbessern, dass man sich enger in die Kurve legen kann. Das geht auch. Also wenn man dort möchte, dass man, oder wenn man besser gesagt öfter mit Motorrädern fährt und möchte, dass man hier ja, den Winkel verbessern kann, wie man sich in die Kurve legen kann, dann geht es, ist es machbar und ja, richtig, richtig cool auch, dass man auf alle Aspekte hier geachtet hat, dass man nicht nur die normalen Fahrzeuge verbessern kann durch die Talente, sondern auch die Motorräder. Ich habe da aber noch nicht wirklich viele Punkte investiert. Also das ist etwas, das habe ich noch nicht so oft gemacht, weil ich eben nicht so oft Motorrad fahre. Also ich mag es gerne und ich spiele es gerne, aber ich habe dann in Street Race dann schon gerne ein Fahrzeug und oder halt ein Motorrad, besser gesagt ein Fahrzeug, ein Auto. Und ja, auf jeden Fall sehr cool, fährt sich wirklich gut und liegt gut in der Straße. Oh. Man kann natürlich auch ein Wheelie machen. Ich habe jetzt natürlich, mein Wheelie ist ein bisschen schief gegangen, aber man kann das auch machen und je länger man das schafft, kriegt man auch Punkte dafür. Aber ich finde das Motorrad wirklich cool. Also könnt ihr euch mal anschauen. Ist jetzt für Season Pass Besitzer verfügbar und dann 7 Tage später für die anderen Leute. Wir können jetzt mal schauen, dass wir hier noch die Teile einbauen. Das hier ist ja blau, das brauchen wir nicht wirklich. Weil ich baue eigentlich nur noch die goldenen Teile oder lila Teile ein oder pinken Teile. Aber wirklich sehr, sehr cool das Fahrzeug und kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr auf Motorrädern steht. Das ist kostenlos für die Season Pass Besitzer und für die anderen Leute wird es dann etwas kosten. Ich kann leider nicht nachschauen, wie viel das Motorrad kostet, weil ich den Season Pass schon habe. Aber ich glaube, so 350.000 wird es wahrscheinlich kosten. Und ja, dann schaut es euch selber mal an. Ihr könnt immer Probe fahren, das Motorrad. Also ihr könnt es immer euch selber anschauen und dann Probe fahren und dann selber gucken, ob es euch gefällt oder eben nicht. Ja, ich danke euch dann bis hierhin fürs Zuschauen. Ich komme da wieder auch zum Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit der Crew 2. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis bald, euer Monster.